Ja, dann sind wir online und wie Sie an der Potenz, Liam Lindman, ja, hier ist Liebe willkommen, tschüss, herzlich willkommen. Es gibt jetzt eine kurze Begrüßung auf Dänisch für die dänischen Gäste und danach geht es überwiegend weiter auf Deutsch, wobei wir auch Rücksicht nehmen, natürlich, wenn Menschen dabei sind, die kein Deutsch verstehen. Das werden wir gleich mal ermitteln, wie viel wir übersetzen müssen. Ich übergebe erstmal an Liebe. Ja, jeg vil gerne sige velkommen til dette alternativ til påskemarchen, som vi i flere år har deltaget i Flensborg. Vi er Enhedslisten i Region Syddanmark, som samarbejder med Die Linke i Flensborg, og vi har med stor fornøjelse været med til at rejse sager omkring mange forskellige emner, som for eksempel deponering af atomaffald, klimaspørgsmål, forurening, grænsekontrol, grænsehegn, vildsvin og mange andre sager. I dag har vi inviteret Gösta Bötzen fra den tyske Bundestag og Christian Juhl fra Danske Folketing. Gösta beskæftiger sig mest med klima og energi og er nyvalgt en bestyrelse på forbundsplan. Christian er mest kendt for sit arbejde med internationale forhold, fredsforhold, men arbejder også med arbejdsmiljø i en dansk sammenhæng. Jeg vil ikke præsentere jer nærmere, men jeg vil spørge alle jer, som er dansktalende, er der i dag behov for, at der bliver tolket eller lavet en sammenfatning på dansk, eller forstår I tysk? Ja, während wir auf die Antwort warten, ob wir das übersetzen sollen, begrüße ich mal auf Deutsch. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass wir diese Veranstaltung zusammen mit der Enhedsliste aus Süddänemark machen. Wir als Die Linke in Flensburg arbeiten sehr eng zusammen mit der Enhedsliste in Süddänemark in sehr vielen Themen, die uns selbstverständlich alle gemeinsam betreffen hier in der Grenzregion, weil so viele Themen, insbesondere auch Umweltthematiken, ja keinen Halt machen an der Grenze. Aber auch die Grenze selber ist immer mal wieder Thema gewesen in unseren Zusammenhängen, vor allen Dingen dann, wenn sie mal wieder geschlossen wird und zum Beispiel Wildschweine oder andere nicht daran gehindert werden, frei über die Grenze zu passieren, was gerade hier in der Grenzregion für uns ein schwieriges Thema ist, weil viele von uns dann doch in der ganzen Region leben und grenzüberschreitend leben, dänisch-deutsch. Ich begrüße heute ganz herzlich aus Dänemark Christian Juhl, der sitzt im dänischen Folketing. Sein Schwerpunkt ist die internationale Zusammenarbeit, also Außenpolitik, Politik im globalen Süden. Er beschäftigt sich aber auch mit der skandinavischen Zusammenarbeit und ist, wenn ich es richtig sehe, Teil der rot-grünen Fraktion im Nordischen Rat, nennt sich das. Ja, skandinavischer Rat wird das wahrscheinlich auf Deutsch. Er beschäftigt sich allerdings auch noch mit Arbeitsschutz. Aber hier in der Grenzregion ist Christian Juhl am allerbesten dafür bekannt, dass er der Vorsitzende des Ausschusses des dänischen Parlaments ist, das sich mit der dänischen Minderheit befasst. Er ist aber auch zuständig für die deutsche Minderheit in Dänemark. Oder ist auch in dem Ausschuss, der sich damit befasst. So ist es korrekt, glaube ich, ausgedrückt. Außerdem ist Christian auch schon, ich duze mal, weil wir in der dänisch-deutschen Zusammenhang sind, dann duzen wir uns einfach mal. Ich glaube, das macht es das leichter, als dass ich auf Deutsch sitzen und auf Dänisch duzen muss. Außerdem ist Christian auch schon seit vielen Jahren friedenspolitisch aktiv. Und dann begrüße ich ganz herzlich Lorenz Göster-Beutin, der für die Linken im Bundestag sitzt und da klima- und energiepolitischer Sprecher ist und seit neuestem auch Teil des Bundesvorstands der Linken. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Da freuen wir uns sehr, Danke. weil Gösta einer von unseren zwei VertreterInnen der Linken aus Schleswig-Holstein im Bundestag ist. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da auf Bundesebene auch vertreten sind jetzt auch. Gösta hat eine lange friedensbewegte Geschichte. Er ist Mitglied des Kieler Friedensforums und im Zusammenarbeitsausschuss der Friedensbewegung Schleswig-Holstein. Ist das korrekt? Und ja, beide haben verbindet ganz sicher die Friedensfrage. Und wir hätten heute einen sehr guten Grund gehabt zu demonstrieren, weil Deutschland und Dänemark
eine gleiche Herausforderung haben, nämlich, also zumindest aus meiner Sicht, ich zitiere da mal Christian Jule, hat so schön gesagt, der 22. Januar war ein guter Tag für die Welt, aber ein trauriger Tag für das dänische Folketing. Gemeint war damals, dass am 22. Januar das Verbot von Atomwaffen auf UN-Ebene unterzeichnet werden sollte, Dänemark aber nicht, oder das dänische Folketing nicht dazu zu bewegen war, das mit zu unterzeichnen, und wir in Deutschland in derselben Situation sind, dass Deutschland nicht unterzeichnet hat. Insofern hätten wir einen guten Grund gehabt, gemeinsam auf die Straße zu gehen, aber das geht aus bekannten Gründen nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir ein grenzüberschreitendes Gespräch und sprechen über gemeinsame Herausforderungen und wie wir in dieser Sache auch zusammenarbeiten können. Bevor ich jetzt übergebe, frage ich aber mal, ob es im Chat jetzt Hinweise gab, dass wir übersetzen sollen. Ja. Also wir haben schon mal gerne wir hätten zusammengebracht. Sidst, men jeg vil foreslå, at vi simpelthen venter til allersidst, og hvis du, Christian, på et eller andet tidspunkt også kan samle lidt op, så vi ikke belaster Katrine for meget. Mm. Jamen, jeg kan bare lige sige, at nu har jeg så budt velkommen på tysk og lige henvist til, at vi har en særlig dato, som i grunden havde været en god grund for os at gå på gaden sammen her, grænseoverskridende, fordi at den 22. januar ville det have været muligt for både Tyskland og Danmark at være med til at undertegne et forbud for atomvåben på FN-plan, men hverken Danmark eller Tyskland har skrevet under, så der er vi i en fælles situation, som ville have givet os en god grund for at demonstrere sammen, men da vi kan det, så har vi besluttet at samtale i dag i stedet for. Vi kan bare sige, at jeg måske, når vi har haft en samtaleblok, så samfatter jeg på den måde, og ellers må I protestere i chatten. Jetzt kam eine Frage, ob es möglich ist, den ganzen Chat zu sehen. Das kann ich nicht beantworten. Das ist eine technische Frage. Also eigentlich müsste jeder den ganzen Chat sehen können. Mhm. Ja, wir gucken mal. Also was natürlich noch ein wichtiger Hinweis ist, rein technischerseits, ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, entweder hier direkt auf Zoom oder über Facebook. Und die Fragen hier im Chat auf Zoom sind natürlich leichter zugänglich. Dem muss auch die relevant Podansk, der Atommuliser vor AC, der Arrangement, der Ene, go in på Zoom, linke Finner, i selve Arrangement på Facebook. Så ser vi, så kan vi bedre følge med, hvad det er, I skriver i chatten, fordi på Facebook er det sådan lidt, der er jeg anvist på, at Nicolas fortæller, hvis der er nogen, der spørger. Men så vil jeg egentlig meget gerne lige give ordet til Christian måske først, om du kunne give os en kort introduktion til i grunden hele påskemarschens historie, også lidt i forhold til grænselandet, hvordan det har været, hvordan det startede, hvordan det har været de sidste år. Og das würde ich gern. Im Grenzland besonders ist die eine ganz alte Tradition. In Dänemark war es so, dass wir in den 60er Jahren ganz, ganz riesengroße Friedensbewegungen hatten gegen Kernwaffen. Und die war ganz umfassend und mit langen Wanderungen, 4 Tage, viele Kilometer und so weiter. Und das war vom linke bis rechte Parteien, die waren hinter, Gewerkschaften waren mit. Und wir haben ja auch in den 80er Jahren ganz gut Erfolg gehabt mit diese neue kleinen Kernwaffen, die produziert wurde in NATO-Länder und auch in ehemalige Sowjetunion. Und dagegen haben wir protestiert und gesagt, dass es besser ohne an beide Seiten. Und sogar haben wir auch dort damals Kontakt gehabt an Polen, an Estland, Lettland, Litauen und an Russland. Und eine von den großen Aktivitäten, die daraus gekommen waren, haben wir nordische Friedensfestivals gemacht. Und in 1983 haben wir in unserer Stadt, wo ich lebe, Silkeborg, das gehabt mit mehr als 4000 Leute in 4 Tage mit Musik, Reden und so weiter. Und sogar unser Premierminister damals, Anker Jørgensen, war
unoffizieller Gast und wir haben gefragt, wollen Sie nicht eine Rede machen? Er hat gesagt, nee, ich bin nur hier zum Hören, das Musik und die Reden und ich habe ja Urlaub und deshalb komme ich nur zu eurer Versammlung hier. So war die Tradition bevor Jahr 2000 und jetzt haben wir es nur, ab dann haben wir es ganz selten in Dänemark gemacht, deshalb sind einige von uns nach Süden gezogen und nach Flensburg und andere Städte mitgemacht. Das heißt also, seit 2000 gibt es keinen Ostermarsch in Dänemark mehr? Das war vielleicht früher in den 90er Jahren, ist es ganz langsam, da war es zu klein und dann war aufgehört. Ja, Vorlehnung, technisches Börsmolinu. Ich kann das auch nochmal auf Deutsch und auf Dänisch sagen. Es gibt immer die Frage, warum man nur uns sieht. Das ist, weil es ein Webinar ist. Man sieht die Teilnehmer nicht. Sie können Fragen im Chat stellen, aber man sieht sie nicht. Aus Liputansk, also die Kun Osman Kassi, Salom, der andere Dilter, die andere Dilter, kann Kunstgruhe schätten. Die war für die Hissuelle. Sonst werde ich hier die ganze Zeit abgelenkt von technischen Fragen. Wie ist es denn bei dir, Gösta, gewesen? Was sind deine Erinnerungen an Ostermarsch und wie lange bist du schon dabei? Naja, solange ich mich politisch erinnern kann, sozusagen. Ich komme aus einer friedensbewegten Tradition, friedensbewegten Familie. Meine beiden Eltern waren immer in der Friedensbewegung aktiv. Mein Vater Wolfgang Beutin war in der Deutschen Friedensunion immer aktiv und ich war schon im Bollerwagen immer bei den großen Friedensdemonstrationen dabei. Ich glaube sogar im Bonner Hofgarten schon 81, wenn ich mich daran erinnere. Da waren ja 300.000 Menschen gegen die atomare Bedrohung aktiv. Dann gab es die Proteste gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen Also da verbindet ja Dänemark und Deutschland sehr viel mit dieser Protestbewegung, gerade in den 80er Jahren. Und für mich war das immer einer der zentralen Punkte. Also ich bin benannt nach Lorenz Knorr. Lorenz Knorr war auch in der Deutschen Friedensunion, war auch Vorsitzender, Bundessprecher der VVN eine lange Zeit, also sozusagen auch die Verkörperung von Antifaschismus und Friedensbewegung, die Verbindung. Und nach Gösta von Uexküll, der auch sehr wichtig ist für die internationale Friedensbewegung. Und da kommen meine beiden Namen, deswegen kann ich gar nicht anders als Teil der Friedensbewegung weiterhin zu sein. Und habe dann auch versucht, dieses Engagement dann weiterzuführen in der Grünen Alternativen Jugend. Da haben wir viel gemacht mit Beratung, Kriegsdienstverweigerung, Seminare zum Antimilitarismus und Ähnliches. Allerdings kam dann eben der Jugoslawienkrieg, der Krieg gegen Jugoslawien und das war sozusagen für mich dann der zentrale Bruchpunkt, weshalb ich eben wie viele auch in Schleswig-Holstein eben diesen Weg der Grünen da nicht mehr mitgehen konnte. Das heißt von einer pazifistischen Partei zu einer Partei, die eben in den Krieg gezogen ist und auch mit verheerenden Gründen. Also ich erinnere da an Joschka Fischer mit, ich habe nicht nur gelernt, nie wieder Krieg, sondern auch nie wieder Auschwitz und diese gesamten Lügen, die es im Zuge dessen gab, Hufeisentheorie und ähnliche Sachen damals. Und davon ausgehend war sozusagen für mich die PDS der erste Anlaufpunkt und habe dann auch in die WASG hineingetragen, diesen Friedensgedanken versucht zu stärken und auch immer der Linken, weil ich überzeugt bin, dass eine Linke, die ihre friedenspolitische Verankerung aufgibt, ihre Seele sozusagen verkauft, weil ich das bei Grünen erlebt habe, wie rasant es da gegangen ist, der Anpassungsprozess. Und bei der Linken finde ich das einen weiterhin ganz zentralen Punkt. Und ich muss auch sagen, auch bei meiner jetzigen Tätigkeit Klima- und Energiepolitik ist es eben eine ganz zentrale Verbindung auch zur Friedenspolitik, weil eben zunehmend auch die Erderhitzung zu einer Kriegsursache wird. Und der Kampf um Ressourcen ist auch schon immer eine Kriegsursache gewesen. Und ohne den Kampf um Ressourcen, ohne diese Ausbeutung sind sozusagen Kriege ja auch nicht denkbar und ist eben auch der Klimawandel nicht denkbar.
Ich glaube, ich mache mal eine ganz Blitzzusammenfassung auf Dänisch. Dann, wenn ich das immer so mache, glaube ich, kommen alle mit. Det var lige først, at Christian introducerede til Fritz Marschens historie i Danmark med en episode også fra Silkeborg, hvor Anker Jørgensen var til stede som privatmand. Man ikke ville tale, men var til stede især også, fordi at der åbenbart var en særlig god stemning på sted. Mm. Og så at det stoppede med Fritz March i Danmark i år 2000, og siden der har det været sådan, at der har været en del Fritz-aktivister fra Danmark, der er taget ned i grænseregionen og har deltaget i Fritz Marschen hernede. Og Chris har så fortalt, at han faktisk har fået fridsinitiativet med modermælken, vil man sige, eller med i hvert fald med i barnevognen, fordi han har været med på fridsmarsch, siden han har været ganske lille og endda opkaldt efter to fridsaktivister. Og selv har været fridspolitisk aktiv hos de grønne oprindeligt indtil Jugoslavienkrigen, hvor han var en af de mange, der trådte ud af de grønne, fordi de opgav deres fredspolitiske standpunkt og deltog i en krig. Og Gøster advarer imod, at hvis man opgiver sit pacifistiske standpunkt, så opgiver man et stykke venstreorienteret politik, som er helt centralt, at det som i grunden er det første skridt i en første holdningsskridt, hvis man opgiver på det plan, at det faktisk er meget centralt. Og da Gøster nu er energi- og klimapolitisk talt eller ordfører, så er det jo også meget tæt knyttet til fredsspørgsmål. Der er rigtig mange krige rundt omkring i verden, og også optrapning, hvor man har noget med kamp om ressourcer at gøre. Så giver jeg videre til Christian igen. Ja, einer von meiner Hintergründen ist ja die Gewerkschaften. Und wir haben ja in den 80er, 90er Jahren Kampagnen gemacht für den Frieden. Was nutzt es mit höheren Löhnen, wenn wir den Kampf gegen für den Frieden verlieren? Um die Gewerkschaftsmitglieder mitzubringen im Friedensbewegung. Und einige Gewerkschaften waren damals sehr aktiv. Auch wir haben ja eine Kampagne für Norden, also Skandinavien, als kernwaffenfreien Zone damit zu arbeiten. Und die leben noch, aber in einer anderen Forum. Jetzt arbeiten wir viel mit Abrüstung in Arktis, weil die USA, Russland und China, die probieren ja dort den Markt zu kriegen, gegenüber einander. Und da sagen wir, die vierte alternative Großmacht ist die nordische Länder und die sollen für den Frieden alle Kräfte einsetzen. Und so ändert es sich. Aber ich bin ganz, ganz einig mit Göster über die enge Zusammenhänge zwischen Frieden und Klima. Und es ist viel leichter in Dänemark, die Jugend zu mobilisieren für besseres Klima als gegen den Aufrüstung. Jeg samfatter igen lige lidt kort, at det i sammenhæng, det handlede især om sammenhængen også i mellem fagforeningsarbejdet og pacifistisk arbejde eller fredsbevægelse, fordi man det altså argumentet er, at hvad nytter det, vi kæmper for gode lønninger, hvis vi får krig. Og så selvfølgelig det specifikke med dansk fredspolitik, at det også er kampen om Arktis, hvor de skandinaviske lande i grunden har et særligt ansvar også for, fordi det er et område, der er hårdt omkæmpet ressourcemæssigt af stormagterne. Og at her er der altså også, også igen den klimavinkel, der er også inden for nordisk fredspolitik, som også, eller den, hvis jeg forstår det rigtigt, så handler det også om at få knyttet det sammen, især fordi der er rigtig mange unge mennesker, som er meget engageret inden for klimabevægelsen, men ikke så engageret inden for fredsbevægelsen. Og det vil så være min personlige kommentar til det, måske fordi de ikke har, at de er langt væk for mange unge i dag, ikke? Das war nochmal ein Kommentar meinerseits, dass natürlich die Klimafrage vielen jungen Menschen näher ist als die Kriegsfrage, also erfreulicherweise, weil es einfach auch lange her ist.
Ja, aber da kann ich vielleicht einfach ergänzen. Vor 2 Jahren hatten wir hier, also es gibt eine Reihe, die nennt sich Kiel-Konferenz. So ist das losgegangen. Das ist eine Kooperation, ist gestartet als Kooperation zwischen der NATO und zwischen dem Sicherheitspolitischen Institut der Universität Kiel. Und dort geht es halt um strategische Fragen. Und dort haben sie vor 2 Jahren die strategische Frage diskutiert, dass der Klimawandel ja auch eine Chance sein könnte, weil durch eben den Klimawandel und das Schmelzen des Eises neue Wege frei werden dann sowohl für Sicherheitspolitik als auch für Handel. Und wie man sozusagen da auch dieser Herausforderung dann in der Arktis begegnen könnte. Also das war halt so zynisch, dass gesagt wurde, Klimawandel halt als Chance begreifen in diesem Kontext. Aber ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass genau das auch mitgedacht wird. Ich meine, da werden neue Ressourcen frei, neue Bodenschätze frei, die man ausbeuten kann. Es werden schnellere Handelswege frei und selbstverständlich geht damit einher auch eine Militarisierung dieser Zone. Und wir stehen schon vor der Frage, ob das quasi das Meer des Friedens ist oder ob da sozusagen auch neue Konflikte um die Arktis auftauchen. Und deswegen sage ich auch immer, dass all das, also die Energiewende, eine dezentrale, eine soziale Energiewende, schafft auch eine Friedensdividende, weil es eben diesen Druck der Ausbeutung einfach wegnimmt und Alternativen aufzeigt. Ich meine, wenn ich mich mit Wind und Sonne versorgen kann, wenn ich nicht das Öl unter dem Boden der anderen Menschen rausholen muss und deswegen gegen die Krieg führen muss, dann ist das natürlich ein Unterschied. Und wenn man noch dazu kommt, dass man sozusagen die unfairen Handelsverträge kündigt und durch fairen Handel ersetzt, wenn man da dafür sorgt, dass beispielsweise auch Rohstoffe, die wir ja auch brauchen für E-Mobilität, für Windkraftanlagen, für Photovoltaikzellen, da brauchen wir ja nicht drum herum reden, aber dass die zumindest zu fairen Konditionen und mit fairen Löhnen abgebaut werden und das Recycling verstärkt wird, dass wir in eine Kreislaufwirtschaft reinkommen, dann ist das eine riesige Friedensdividende. Und ich glaube, dass man da mit diesem Punkt da auch am Rand kommt, weil ich glaube, ihr habt beide, Kathrine und Christian, ihr habt recht, das ist nicht mehr so nah für jüngere Menschen, aber wir müssen das eigentlich wieder nahe bringen, wie zentral eben auch die Friedenspolitik ist und auch gerade weltweit, auch wenn wir uns gerade globale Konflikte anschauen. Und deswegen müssen wir solche Hebel und solche Ansatzpunkte auch nutzen. Ja, det var så et plädoyer for igen at sætte også fredspolitikken på dagsordenen, men også især den sammenhæng, der er mellem fredspolitik og klima- og energipolitik, fordi jo, kampen om ressourcer er et centralt krigsemne, og i det øjeblik, man bliver bedre til at udnytte regenerativ energi, og i grunden er mindre anvist på hinandens ressourcer, eller kampen om ressourcer, så gør man en aktiv indsats for fred. Og det er der også nogle tanker om, altså det er også noget, man arbejder med for tiden i Tyskland. Jamen, jeg tror, det er nemmest, I bare samtaler, og jeg prøver at stoppe op og samtale. Jeg vil gerne zufügen zu Gustav, weil das ist sehr, sehr wichtig. Unsere Freunde auf Grönland, die haben am 6. April Wahlen. Und eine der wichtigsten Fragen in diesem Wahlkampf ist, dass Minenbetriebe, die wollen Uranium im Kvernefjell ausgraben. Das gibt Probleme für Umwelt, die zerstört den Umwelt in einem ganz wichtigen Naturgebiet und auch wichtiges Gebiet für Fischerei und so weiter. Und die wollen natürlich Uranium verkaufen und auch diese seltenen Metallen. Und die Linke, unsere Freunde in Grönland, sagen nein, dass man diese Uranium aufgraben, und die Sozialdemokraten Siumut, die sagen ja. Und ich glaube, dass unsere Schwesterpartei IR in Grönland
die Mehrheit kriegt für eine linke Regierung am 6. April wegen dieser Frage. Und das ist eine von die größten Inseln der Welt, und obwohl die nur 50.000 Leute dort wohnen. Aber es ist ja wichtig, sicherheitsgemäß für USA, die liegt ganz, ganz eng nördlich an Russland. Und deshalb wollen die Amerikaner gern Einfluss haben auf Grönland. So, das ist eine Mischung von Umweltfragen und Sicherheitsfragen und Aufrüstung. Und dort stehen die Linke ganz, ganz stark in Grönland, 30-35%, glaube ich, diesmal. Und die wollen die Regierung übernehmen mit einer 50-50 Gewissheit. In Island ist ebenso, dort sitzt der Premierminister, ist eine Frau vom rot-grünen Partei, die linke Partei. Und das ist auch wegen Umweltdebatte und auch wegen, internationale Fragen, Friedensfragen. Und das ist ja wichtig, das nicht zu vergessen, dass es möglich ist, auch zu mobilisieren, ganz große Teilen von Bevölkerung an diese Fragen. Und dann können wir ja hoffen, dass die jungen Leute, die das übernehmen, meiner Meinung nach, und die erste Frage ist dann vielleicht Klima, Energie, Umwelt, und dann kommt die andere internationale Fragen später. Also ich habe das sehr, sehr erlebt in der Klimabewegung, in den Bewegungen, wo ich unterwegs bin, bei Ende Gelände, wenn ich das begleitet habe, aber auch bei den Demos von Fridays for Future, in den Diskussionen, auch bei Extinction Rebellion, dass es dann ein ganz großes Bewusstsein schon darum geht, dass es eben nicht nur darum geht, wie viel Prozent Ausbauziel bei Photovoltaik haben wir, wie viel Prozent Ausbauziel bei Windkraft haben wir, sondern dass es auch da ganz grundsätzlich um Fragen der Klimagerechtigkeit geht, weil es schon das Bewusstsein gibt, dass eben ja der Klimawandel eine Geschichte hat und die ganz tief da eingeschrieben ist, die eben mit globalen Konflikten, die mit Imperialismus, mit Kriegen zusammenhängt. Und bei uns in Kiel, aber auch in Flensburg habe ich das gesehen, haben auch Menschen von Fridays for Future auf dem Ostermarsch geredet, weil eben ganz klar für uns als Friedensbewegung auch ist, dass das dazugehört und dass man das auch aufgreifen muss, diese Debatte. Ja, mit dem Christian hinwies, til, at det faktisk kan få stor politisk betydning både i Grønland og Island, netop fredspolitiske spørgsmål knyttet til ressourcespørgsmålet, fordi i Grønland er der jo stor interesse i at udvinde uran, er det rigtigt? Ja. Der er det faktisk Venstrepartiet i Grønland, som taler imod, og det kan være det, der giver udslag for valgets udgang i april. Og det er også både klima og også sikkerhedspolitiske spørgsmål, der gør, at det venstre-rødt, ja, det er grøn-rød regering i Island står stærkt. Og så har Gøster endnu gang henvist til, at det også, altså at det vokser mere og mere sammen, fordi man i Tyskland også på klimabevægelsens side, både Fridays for Future, men også de andre grupper, der er aktive hernede, godt kan se, at hele klimaspørgsmålet til en stor del jo grunder i en ressourcekamp, eller i en bestemt måde, man kører international politik på. Og, og modsat selvfølgelig også for, altså så har klimapolitik konsekvenser for freds- og sikkerhedspolitikken, så det er noget, der hænger sammen, og det har også ført til, at man i Tyskland, at det, når vi har påskemarsch, så er det de unge klimaaktivister, der også kommer og taler til marschen nu. Vi har i Danmark en engelsk samarbejde med disse internationale organisationer, de hedder ICAN. De arbejder gegen nukleare waffen, og de har ja sehr schöne Erfolg gehabt in viele Länder mit die Verbot gegen Kernwaffen und die
UN-Traktat, die jetzt von 51 Ländern unterschrieben ist. Und ich denke oft daran, wie ist es möglich, dass wir die NATO-Mitgliedsländer auch dazu bringen kann, diese Abkommen zu unterschreiben. Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen und so weiter. Nee, Schweden ist nicht Mitglied in NATO. Aber viele europäische Länder sind ja Mitglied im NATO. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame Kampagne machen, wo wir das fördern. Ich gebe dir, soll ich? Gerne, ja, das kann ich noch zusammenfassen. Okay. Also ich gebe dir da vollkommen recht, wir brauchen so eine Kampagne. Wir als Linke haben das ja auch schon gefordert, auch schon im Deutschen Bundestag gefordert, mit wenig Erfolg leider. Also von der Sozialdemokratie kam irgendwie sowas, dass sie das sehr sympathisch finden. Aber das sei ja reine Symbolpolitik. Sie seien auch dafür, dass für eine atomwaffenfreie Welt, aber sie seien nicht für Symbolpolitik zu haben. Also kann man glauben, man kann aber auch sehen, dass natürlich die NATO ein Kriegsbündnis ist. Also braucht man nur in die Statuten der NATO reinschauen. Und einer der zentralen Punkte ist ja, auch die USA sind ja auch unter Trump wieder in Richtung Erstschlagsfähigkeit sozusagen gegangen. Und deswegen ist eben einer der zentralen Punkte schon auch die Politik mit Atomwaffen und die Stationierung von Atomwaffen eben auch außerhalb des Gebietes der Atomwaffenstaaten. Und Deutschland ist ja kein Atomwaffenstaat, aber Deutschland hat sich verpflichtet, ja Atomwaffen auch mit eigenem Personal sozusagen dann einzusetzen im Konfliktfall. Was auch bedeutet, dass Deutschland sich auch verpflichtet hat, Atomwaffen möglicherweise auf eigenes Gebiet im Zweifelsfall abzuwerfen. Also im Zweifelsfall würden die aufsteigen und auch auf eigenes Gebiet das abwerfen müssen, die Atomwaffen. Und deswegen ist Deutschland schon gebunden an diese Sache. Und ich glaube, die riesige Chance, die nach 89 und in den 90ern vertan worden ist, war eine Überwindung der NATO hin zu einem kollektiven Sicherheitsbündnis, also Stichwort KSZE und Co. Das ist verworfen worden. Da sind auch Angebote von Seiten Russlands damals brüsk ausgeschlagen worden und die NATO hat sich einen neuen Auftrag gesucht. Und die Situation haben wir aktuell. Ich glaube, es ist richtig und gut, diese Kampagne zu führen und es ist notwendig. Aber ich glaube, man muss auch im Hintergrund haben, dass natürlich eines der zentralen Probleme, die wir haben, nicht nur russische oder chinesische Politik ist, sondern die Institution der NATO und die Einbindung in die Strukturen der NATO. Ich glaube, ohne dass wir das realistisch sehen, wird so eine Kampagne schwierig. Versuchen wir auch kurz zusammenzufassen, das ist dann doch ein bisschen umfangreicher. Christian hat noch, nur das war für das, ich das zusammenfasse. Christian hat diese Zusammenarbeit, die ICAN, Nuklearwaffen, Atomwaffen, auch also Bestrebungen pro vor also die fleste Länder zu unterteilen, Traktate im Atomwaffen, welche die so ein Erlebnis für die NATO-Länder, liksom bagger op om Waffenstrategien. Og den greb Gösta så op og fortalte om, at Die Linke også havde prøvet at få Tyskland til at undertegne atomvåbenforbuddet, og at SPD, altså Socialdemokraterne, stemte imod med argumentet, at de syntes, det var et sympatisk tiltag, men det var jo rent symbolpolitik, og det kunne man ligesom ikke støtte af den grund. Og det lyder selvfølgelig sympatisk måske at betegne det så som et sympatisk tiltag, men der ligger jo noget helt andet bag, og det er i grund Tysklands forpligtelse som del af NATO, at Tyskland er forpligtet til at samarbejde også omkring atomvåben. Tyskland har også forpligtet sig til at stationere atomvåben på tysk område, og er også forpligtet til i et konflikttilfælde og gøre brug af de våben. Og det er jo en situation, som
som man missede chancen i 80'erne, eller i slutningen af 80'erne, for at gå ud af NATO, og nu har vi en situation, hvor NATO-landene selvfølgelig er knyttet op til en forpligtelse i et krigsforbund. Det er jo ikke et fredsstiftende forbund, NATO, det er et krigsforbund, og det er helt klart, at det selvfølgelig også forpligter landene til ligesom at retholde en våbenstrategi. Og ja, og i stedet for, og det der måske ville have været en stor chance, og det er i hvert fald også noget, Die Linke går ind for, er et meget større samarbejde på tværs, som inkluderer at lave et sikkerhedsforbund i stedet for stadigvæk at køre i de gamle eller i den gamle konfliktlinje jo i grund. Men jeg håber, jeg har sammenfattet korrekt. Vi har ja geglaubt, dass wir in 89-90, was wir in Dänemark Friedensdividende nennen, weil ja, bei uns auch. Ja, plötzlich war Warschauer Pakt weg. Und dann haben wir gehofft, dass auch die NATO wegkam. Aber wir haben ja oft diskutiert, wie sollen wir diese Debatte wieder aufnehmen. Unsere Sozialdemokraten, die im Regierung sitzt jetzt, hat auch gesagt, ja, aber wir haben ja Verpflichtungen und da sollen wir rangehen. Und deshalb ist es auch wichtig, weil es gibt ja Terrorismus und anderes über den ganzen Welt. Und ich denke, ja, die Kernwaffen werden ja kleiner und kleiner. Und einen Tag kommt ja auch private Organisationen, die eine Kernwaffen haben. Und dann wird es wirklich gefährlich. Denk mal nach, dass die ISIL oder andere eine Kernwaffen kriegen, dann wird es ganz, ganz wahnsinnig. Deshalb ist es wichtig, das wegzunehmen und verbieten. Und wir haben nur drei Jahre her haben wir einen Außenminister, er hat dieselbe gesagt, die Erstschlagstrategie war er dafür und fand es ganz, ganz vernünftig. Und das ist auch, was NATO dafür arbeiten sollte, mit die Stimme von Dänemark. Und das ist wirklich, wirklich harte Aufrüstungspolitik. Und die haben ja auch gesagt, dass die 2% vom Bruttonationalprodukt wollen wir auch in Dänemark schaffen. Wir benutzen jetzt 1,7 von unserem Bruttonationalprodukt zum Armee. Ja, ja, ich glaube, ich mache dann kurz, das sind so viele Details. Die war Henwiesing, man denkt an Troll, man hat eine Fristdividende, der Werscher packten wohl weg, at NATO muss gepostet, was will overflöde gøres, men det desværre ikke været tilfældet. Der er videre udvikling på området, også i forhold til våbenudvikling. Det betyder jo også, at den tekniske udvikling er i altså den udvikler sig på den måde, at våben bliver mindre og mindre, hvilket også betyder, at det i grunden bliver våben, som kan bruges af andre parter end stater. Og det er jo lige i forhold til, når man tænker på terror, så er tanken om, at man kommer til at videreudvikle atomvåben, jo en utrolig farlig tanke, fordi det kan også komme i de forkerte hænder, og derfor vil et generelt atomvåbenforbud også være utrolig vigtigt for almen sikkerhed. Og så handler det om, at der også i Danmark fra Socialdemokraternes side er opbakning til NATO's erslagsstrategi, hvad siger man på dansk? Første slags strategi. Og at der udover det også er opbakning til kravet fra NATO om, at man skal bruge 2% af bruttoindlandsproduktet til våben. I gamle dage sagde man altid, at man kun måtte bruge atomvåben som forsvarsvåben. Men i dag snakker man direkte om atomvåben som et offensivt våben, som man kan bruge i en særlig situation, altså en krise, som første slags våben for at forebygge, at modparten nogensinde kommer til at starte en krig mod en. Og det er jo en ekstrem optrapning af de grundlæggende principper om kontrol med atomvåben, at man nu snakker aktivt om første slags, altså våbnet som første slags våben. Ja, das ist die Eskalationsstrategie, dass man eben jetzt nicht mehr von der defensiven Umgang mit Atomwaffen, was die alte Strategie war, dass es halt als Defensivwaffe gesehen wird, sondern jetzt eben diese Erstschlagstrategie, Atomwaffen auch im Falle eines Angriffs zu setzen. Das ist ein kompletter Diskurswechsel, der auch in Dänemark stattfindet und im Prinzip dann ja im ganzen NATO-Bündnis eben die Debatte prägt.
Ich muss jetzt mal, wenn ich das so einwerfen darf, sagen, ich glaube, das ist eben vielen Menschen gar nicht so bekannt, also so bewusst. Also wie sehr sich die, also weil im Schatten von so vielen anderen Krisen entwickelt sich da etwas, was sehr Dramatisches, was, glaube ich, ein Großteil der Bevölkerung dann gar nicht so auf dem Schirm hat, weil wir so viele Krisen so präsent, aktiv selber gerade erleben. Die Wasserbad, Inspar, Kaminze, jetzt wo die Stoa Krise, wie ob Leo Linuka, da regt die Mange Menske, da ege Tenker, alla ege ob der, war da in die Skier po Wobenpolitisch Plan, alla po Militärstrategisch Plan, EU. Entschuldigung. Ich höre das ja immer sehr gerne, das Dänische, und höre auch immer einzelne Worte daraus. Ich bin echt ein bisschen traurig, dass ich ja im Süden, im Hamburger Randgebiet aufgewachsen bin, und da war es eben nicht so selbstverständlich, dass man Dänisch lernt, sondern das kam halt nicht vor, leider. Und ich bedauere das echt. Wäre eigentlich notwendig, das mal nachzuholen oder so, aber dann fehlt wieder die Zeit. Aber ich höre es immer sehr gerne. Wir haben in Deutschland unter Frank-Walter Steinmeier kam ja auch der Turn. Da hat man sich auch verpflichtet, dieses 2% Aufrüstungsziel einzuhalten. Frank-Walter Steinmeier war ja damals Außenminister, ist jetzt Bundespräsident in Deutschland. Und seitdem gibt es Jahr für Jahr eine kontinuierliche Erhöhung auch der Rüstungsausgaben. Allerdings sind wir da noch nicht so weit wie ihr mittlerweile in Dänemark. Wir haben, glaube ich, 2019 erst 1,3% des Bruttoinlandsproduktes, aber wir können guten Mutes sein, jedes Jahr steigen die Rüstungsausgaben etwas mehr sozusagen. Und diese Konfrontation ist eben auch das, was wir als Linke sehr, sehr besorgt sozusagen auch sehen. Und ich kann vielleicht das noch um einen Punkt ergänzen. Also das ist eigentlich die Dramatik, was Katrina auch gesagt hat, dass so wenige sehen. Ein Punkt ist für mich, der mich auch sehr besorgt stimmt, die Entwicklung bei vollautomatischen, also autonomen Waffensystemen, weil das etwas ist, was uns in Zukunft große Probleme bereiten kann. Das heißt, das bedeutet, das sind Waffensysteme, die sich selbst ihre Ziele suchen. Das heißt, die brauchen keinen Anstoß mehr von außen, sondern haben per Algorithmen, also siehe Google, Amazon und Co., einprogrammiert, worauf sie reagieren sollen. Das heißt, es sind dann Drohnen beispielsweise, die über Kriegsgebiet fliegen, vollautomatisch, und dann keine Freigabe mehr brauchen, sondern einfach selbst entscheiden, ob sie das Ziel am Boden vernichten oder nicht. Oder das sind Laserkanonen, die selbst automatisch entscheiden, ist das jetzt eine gefährliche Situation, muss ich darauf reagieren oder nicht. Und ich weiß nicht, wer von euch von Marc-Uwe Kling Quality Land 2.0 gelesen hat. Also wer es nicht getan hat, dem empfehle ich das sehr. Eine sehr zynische Parodie, die den Gedanken weiterspinnt. Dann gibt es nämlich, wachen Sie morgens auf mit den Nachrichten und hören, der Dritte Weltkrieg hat gerade stattgefunden, von 2 Uhr nachts bis 3 Uhr nachts, vollautomatisch. Wir haben den, ich glaube, die haben den gewonnen oder so, und so viele Opfer und so weiter und so fort hat es gegeben. Der ist dann vollautomatisch binnen einer Stunde dann entschieden worden, sozusagen. Aber das ist die ganz große Problematik, dass auf Perspektive da Automatiken in Gang gesetzt werden können, die nicht mehr aufhaltbar sind. Wir wissen ja aus der Geschichte der atomaren Bewaffnung des Kalten Krieges, dass es immer wieder Situationen gab, also ein großer General, ein US-General hat mal gesagt, wir sind nicht mit Verstand heil aus dem Kalten Krieg rausgekommen, sondern nur durch Glück. Es gab immer wieder Situationen, wo Computer beispielsweise Angriffe gemeldet haben oder Radarsysteme gemeldet haben und dann auf beiden Seiten dann entschieden worden ist, darauf nicht zu vertrauen und keine Gegenreaktion einzuleiten. Aber wenn es diese menschliche Kontrolle nicht gibt, sondern das automatisiert dann entschieden wird, gibt es eine falsche Deutung eines Radarsignals,
Raketenangriff, beispielsweise aus Russland oder umgekehrt aus den USA. Und die Maschine entscheidet dann, okay, ich bin dazu verpflichtet, per Algorithmus jetzt einen Gegenangriff einzuleiten. Dann hat man vollautomatisierten Krieg, den man nicht mehr kontrollieren kann. Und das ist die zweite große Gefahr, die ich gerade im Zusammenhang mit dem, was du eben beschrieben hast, Christian, da sehr sehe. Ja, was soll hier in Henry sind hier voll fast verteilte Gäste, hat man in Tyskland, aber wie geht es da lang zu Danmark, man investiert, ich brauche mich hier in Null, nicht, das Mal um 2%. In nur wie er können wir 1,3 in Verhalt, die 1,7% in Danmark, man mal kühnigste Gäste, da haben wir bei Singapur, vertröstungsvoll um, so eine Formulierung, aber bis nach will noch einmal die Tyskland, für die da er bewegt sich in Gang, der also setzt auf, wie es geheune war, es Ulgifter verworben. Und das da ist særlig kritisch in dem Zusammenhang, also für die Entwicklung der autonome Waffensysteme, som i grunden ikke længere styres via personer, men igennem logaritmer, der udløser et bombardement, for eksempel ud fra nogle bestemte kriterier, der kan være opfyldt. Og når man så tænker på den kolde krig, hvor man ved, at der har været rigtig mange situationer, der kunne have udløst en krig, hvis folk havde reageret. Altså hvis det havde været et automatisk våben, der reagerede på en bestemt konstellation, så var der, havde der været en modreaktion. Men der har været mennesker, som har været så tilbageholdende, og så ikke har reageret alligevel. Men hvis man har et automatisk våbensystem, som kører alene på beregninger og på bestemte situationer, som scannes for eksempel, og så udløser et bombardement, så højner man selvfølgelig risikoen for en eskalation helt betydeligt. Og så henviste Gøster til en roman, der er udkommet i Tyskland i slutningen af sidste år, som hedder Quality Land 2.0, og det er en dystopi, der beskriver, hvor den automatiske systemer overtager kontrollen, og der er en scene i grund, hvor en vågner op om morgenen og hører i radioen, at der så har været, at 3. verdenskrig har været i gang sidste nat, rent automatisk, uden menneskelig indgriben, og så er det bare blevet afgjort rent via beregninger. Og det er jo det, der er ekstremt farligt, når man tænker på hele den kolde krigshistorie, hvor det var op over hele tiden, men hvor vi ikke har været fornuftige, men været heldige nok, var det, hvad jeg sagde, at der så har været folk, som ikke har reageret ud fra situationen. Auf den Chat gibt es auch einige Beiträge von dänische Friedensfreunde. Benjamin Gottenburg schreibt über dass Dänemark die F-35 gekauft hat, die auch Atomwaffen mitbringen kann. Und weiterhin, einer von unseren Freunden arbeitet sehr eng mit diesen autonomen Waffen-Eck aus Esbjerg. Er schreibt auch am Chat ein bisschen darüber. Und das ist ja wichtig, dass wir auch mitfolgen, was geschieht. Auch warum und in welche Situationen kann Krieg Wirklichkeit werden. Und darum diskutieren wir im Norden, wie können wir mehr Geld für Forschung in, was heißt das in Deutsch, Kriegsbewältigung, heißt das so, Konfliktbewältigung, Falls- und Konfliktforschung på dansk. Fordi at vi har i Danmark haft et fredsforskningsinstitut, som vi har i, nu slår jeg lige over på dansk. Fint, så oversætter jeg bare til tysk. Ja. Men det blev nedlagt og er blevet slået sammen med en del af militærets forskningsenheder. Og i Norge og Sverige og Finland har man også fredsforskningsenheder. Og vi har, imens vi har siddet i Folketinget, to gange fået penge til fredsforskning for at opbygge. Man skal jo have uddannet unge mennesker til at arbejde i et institut på universitetet, for at det kan fungere. Og der er vi langt bagud i Danmark. Den sidste bevilling, vi har fået, det er forskning i konflikter i kølvandet på klimaproblemer. Fordi det kan jo lige så let udløse en krig, som for eksempel jagten på profit eller råstoffer. Og det samme, når vi nu er i grænselandet, så min gode ven Flemming Meyer,
som jo har siddet i landdagen i Kiel. Vi plejer altid at drikke en øl sammen, når jeg er i Slesvig-Holsten og diskuterer især kurdernes situation. Og vi er enige om, at mindretalspolitik er fredspolitik. Forstået på den måde, at hvis man behandler sine mindretal ordentligt og med rettigheder, så kan man fjerne rigtig mange konflikter i verden. Ikke de store politiske med atomvåben, men de konflikter, som også ofte er blevet en krig. Prøv at tænke på det, Lorenz Gøster sagde lige før, med det gamle tidligere Jugoslavien. Mm. Og det vil sige, at en ordentlig mindretalspolitik i Europa er lige så vigtigt som mange andre initiativer. Men det og så klimaindsatsen kan være årsagen til kommende krige, og derfor skal vi kunne forudse, hvad der kan blive konflikt, og vi skal forske i, hvordan udvikler konflikter sig, og hvordan kan vi forebygge det. Ja, das war ein Hinweis zu Friedens- und Konfliktforschung, dass es in Dänemark leider das Institut dafür ist quasi zusammengelegt worden mit militärischen Forschungseinheiten, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und dadurch ist Dänemark jetzt in der Friedens- und Konfliktforschung sehr weit hinterher. Es gibt jetzt in letzter Zeit gab es ein paar Zuschüsse für Friedensforschung, unter anderem auch Friedens- und Konfliktforschung oder Forschung zu Konflikten, die aus Klimasituationen entstehen. Mhm. Und da hatte Christian auch nochmal darauf hingewiesen, auf seine Gespräche, die er mit Flemming Meyer hier aus der dänischen Minderheit auch öfter dazu führt, dass auch Minderheitenpolitik auch friedenssichernde Maßnahmen sein kann, weil es natürlich viele kleine Konflikte überall auf der Welt sind, die durch gute Minderheitenpolitik verhindert hätten werden können oder auch in Zukunft verhindert werden könnte, und verweist in dem Zusammenhang auch nochmal auf den Jugoslawienkrieg. Eins der wesentlichen Themen in den Gesprächen zwischen Christian und Flemming sind dann immer die Situation der Kurden. Ja, auch das ein sehr, sehr aktuelles Thema. Das, was du eben erzählt hast, Christian, das ist eine absolute Parallele auch zu der Entwicklung in Deutschland. Also Friedens- und Konfliktforschung insgesamt spielt kaum leider noch eine Rolle. Symptomatisch dafür ist, dass es in Schleswig-Holstein ein wichtiges Institut gab an der Universität Kiel, das hieß SCHIF, Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften, was auch wichtige Veranstaltungen durchgeführt hat. Das ist 2011 abgewickelt worden. Und in dem Bereich gibt es halt nur noch dieses Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, dass das Ganze aber wirklich nur aus einer sicherheitspolitischen Perspektive begreift und wo der Direktor auch immer wieder sehr deutlich macht, dass halt Friedenspolitik und Konfliktforschung eben nicht ein zentraler Punkt ist und immer wieder doch mit erstaunlichen Thesen darauf aufmerksam macht. Also er ist eher jemand, der sozusagen eher Konflikte verschärft, was sich eben auch an diesen Konferenzen, die ich eben erwähnt hatte, Kiel-Konferenzen, deutlich gemacht hat. Also die haben immer während der Kieler Woche stattgefunden. Die Kieler Woche ist mittlerweile ja auch eine sehr starke Militärshow geworden. Gleichzeitig finden die auch immer dort die internationalen Manöver statt. Und wir haben immer von der Friedensbewegung, von antimilitaristischen Gruppen in Kiel und selbstverständlich auch von der Linken da mobilisiert gegen diese Kiel-Konferenz und haben da immer eine Gegenöffentlichkeit auch geschaffen. Weshalb ich auch da beim Institut für Sicherheitspolitik nicht allzu beliebt bin, sondern da auch öffentlich schon als Unterstützer von Terroristen oder so gebrandmarkt worden bin. So in die Richtung ging das. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, also wir brauchen genau das, was du benannt hast. Wir brauchen diese verstärkte Konflikt- und Friedensforschung so dringend. Aber das ist mit der momentanen Politik überhaupt nicht zu machen, weil es da überhaupt gar kein Interesse dafür gibt. Also zumindest nehme ich das Interesse in den regierenden Parteien SPD und Union überhaupt nicht wahr. Und das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, weshalb eben auch
diese Verknüpfung von Klimapolitik und Friedenspolitik aus meiner Sicht wichtig ist. Das Dilemma, vor dem wir stehen, ist, wir haben viele verdiente Menschen, die sich verdient gemacht haben um die Friedensbewegung, die Friedensbewegung weitertragen, auch bei uns in Kiel, Kieler Friedensforum mit Benno Stahn, jemanden, den ich so hoch schätze für seine Verdienste, die hier in Kiel um die Friedensbewegung hat. Aber wir haben das Problem, es wachsen zu wenig Kräfte nach. Und das ist das, was mir halt Sorgen macht, weil damit auch das Wissen um die Notwendigkeit halt auch einer Friedenspolitik leider zu sehr versandet. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch in der Friedenspolitik einen neuen Aufruf und neuen Aufbruch. Also vielleicht kann so eine Initiative um ICAN und Atomwaffenverbot, vielleicht kann die ein Zündfunke sein. Also ich hoffe immer mal wieder, dass es so bestimmte Ereignisse gibt. Das ist ja nun mal so, die Zündfunken sein können, die müssen wir finden. Und gleichzeitig müssen wir halt die Friedensarbeit immer weitertragen, weil das ist einfach notwendig, dass dieser Funke erhalten bleibt. Herr Thyssen, die Grundsammelsituation, Herr Schleswig-Holstein hatte, wer ist sondern der Harvard Institut für Friedens- und Konfliktforschung zum Ausserblick und aufwickelt sie vor dem Institut für Sicherheitsforschung und die haben einen neuen Fokus. Das Institut, die lauer in all die Konferenzen, Kiel-Konferenzen, der neunte Göster Polizilie, Zielpunkt der Wissnagel um Arktis, und die war in Sicherheitskonferenzen, um kommen zu so kynischen Resultaten, dass man sieht, dass die Eisen smelter auf Arktis, dass die wäre Konflikt vorbügende für diese Dilemma und kommen zu Ressourcen. Also die Wiese nur um den Fokus, die haben. Man muss hier hele die Institut und hele Atmosphären umkriegen, den Kiel-Konferenzen zum Vorgang samtidig mit ein større Byfest i Kiel, der normal militär ist. Det samtidig med Kieler Woche, hvor der så militærparader i byen samtidig, og det hele festes sådan meget ukritisk. Og problemet er, at når man taler imod, så gælder det som lige for at være ekstremistisk. Og det Göster i grunden problematiserer, er, at den store fredsbevægelse, der har været i Tyskland, der er været borget af rigtig mange kræfter, at folk at de bliver gamle, og der er ikke så mange unge kræfter, der træder til, og i grunden kan se, hvor centralt de her emner er. Så han håber på, at sådan noget som ICAN måske kan være noget, der initierer den rigtige, eller slår den rigtige gnist, det var ordet, for at vi får en ny og stærk fredsbevægelse blandt den yngre generation. Jeg ser lige noget i chatten. Ja. Der steht auch was im Chat. Hier steht, das Problem mit der Konfliktforschung ist, dass ein Konflikt in einem Land zumeist von Nicht-Konfliktpartnern in deren eigenen Interesse genutzt wird. Ja, da geht es dann um die geopolitischen Sachen. Hier ist das Beispiel Syrien, Libyen. Det var en henvisning i chatten, at dem, der forsker i konflikter i andre lande, tit ikke forsker for at løse konflikten i det andet land, men at det er udforstående, der beskæftiger sig med konflikten ud fra et geopolitisk, en geopolitisk nytteværdi. Ja, altså jeg finder den henvis sehr vigtig, dass wenn man sich den Syrien-Konflikt anschaut, dann sieht man sehr klar, dass er halt soziale Ursachen hatte, dass er auch eine Ursache hatte mit einer Binnenmigration im Zuge der größten Dürre, die es in Syrien halt gegeben hat. Das heißt, viele Kleinbäuerinnen mussten da ihr Land aufgeben und sind in die Städte geflüchtet, Syriens, was enorm die Konflikte angeheizt hat, auch innerhalb der Bevölkerung, ist eine der Ursachen. Und Assad da auch auf diese Konflikte eben nicht, ich sag mal, nicht ausgleichen, sondern mit Gewalt, mit Mord auch reagiert hat. Ich meine, man muss sich ja keine Illusion über Assad machen, sondern im Gegenteil, ist eben ein verbrecherischer Diktator, was da sehr deutlich geworden ist. Und das heißt, die Reaktion von Assad haben nochmal diese Konflikte angeheizt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wie es nun mal so ist, das haben wir im Irak erlebt. Im Irak hat ja das Auseinanderfallen des Iraks dazu geführt, dass eben ein Teil der Truppen von der ehemaligen Truppen von Saddam Hussein dann zum IS auch übergelaufen ist.
Also der sunnitischen Kräfte. Der IS hat sich aus den sunnitischen Kräften sehr rekrutiert. Und eine ähnliche Entwicklung hatten wir eben in Syrien, dass in Syrien auch die islamistischen Kräfte durch diesen Konflikt und die Reaktion von Assad auf diesen Konflikt eben auch gestärkt worden sind. Und in dieser Situation ist eben dieser Konflikt ausgefranst sozusagen und ist übernommen worden von den internationalen Kräften. Und die Freunde Syriens, das war ein Zusammenschluss von Deutschland, Saudi-Arabien, Katar und anderen Ländern, also nicht nur Menschenfreunde sozusagen, die haben ja dann nicht die friedlichen, demokratischen Kräfte, die es in Syrien zu dem Zeitpunkt auch gegeben hat, die sind mittlerweile größtenteils hier im Exil gelandet, diese Kräfte unterstützt hat und diesen Konflikt befeuert hat. Deswegen ist das immer eben die Frage, welche Interessen haben eben auch gerade die Länder außerhalb dessen, und das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis. Ohne das sind, glaube ich, internationale Konflikte aktuell überhaupt nicht zu verstehen. Ja, die waren große Kommentaren umkring die Ulfestones, was hat der Povjeringer Konflikte auch in Hinweisung til at Syrien i grunden at der også har været en klimakrise der gik forud for borgerkrigen i Syrien, fordi at der var en tørkeperiode som drev en masse mennesker ind i byerne, og det lagde i grund grobunden til de store konflikter, der opstod, som Assad så ikke formåede eller heller ikke ønskede at male i, men i stedet for at eskalere. Og det gjorde så, at de islamistiske kræfter i grunden kunne udnytte det til deres fordel, og at problemet i det hele var, at dem af de udforstående ikke. Altså, og det var for eksempel et forbund, der hed Syriens Venner, som bestod af Tyskland, Saudi-Arabien og Katar, blandt andet. I stedet for at styrke de demokratiske kræfter i Syrien, så styrkede de faktisk de voldelige og ekstremistiske og demokratifjendtlige kræfter. Og det er selvfølgelig lige netop der, hvor det spørgsmål, hvordan reagerer man på en konflikt internationalt, eller hvilken mulighed har man for at påvirke en konflikt i den ene eller den anden retning, og hvilke interesser står bag? Benjamin fra den danske fredsbevægelse og Poul Ek, som er med på chatten i dag, de er samlet i noget, vi kalder fredsministeriet, altså en fredsgruppe, men som også har en drøm om, at vi i Danmark engang skal have et ministerium for fred og nedrustning, i stedet for et forsvarsministerium. Og det er her for to uger siden, havde vi en søndags samtale lidt mere ind til den her i blandt fredsgrupperne, hvor vi stillede hinanden spørgsmål, hvad er fred? Er fred kun fraværet af krig? Nej, det er det ikke. Det er også tryghed. Og det er også, at man har et godt liv. Det er også, at man kan overleve for børnebørnene, uden at klimaet bliver ødelagt. Så fred har en bredere betydning end fraværet af krig. Vi havde et godt foredrag af en dansk professor i freds- og konfliktforskning, Ole Væver, som er enormt dygtig på det her område. Og det er jo lidt vigtigt, at vi prøver at diskutere det netop, ligesom du siger, Katrine, for at inspirere de unge. Da Ole Væver fik det halve af de 30 millioner, som vi var med til at skaffe i 2012 fra Enhedslisten og SF, der havde han mere end 200 unge mennesker på universitetet, som jævnligt mødtes for at diskutere fred, nedrustning, konfliktløsning, som en, hvad skal man kalde det, en slags interessegruppe på universitetet. Og det var meget opmuntrende at komme til denne gruppe og diskutere de her spørgsmål. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi prøver at også, ligesom Lorenz Køstad siger, breder debatten ud, så vi kan tænde gnisten hos brede bevægelser igen. Og der tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, også som vi lige har diskuteret det der med konfliktløsning. Vi er nødt til at gennemføre både forskning, debatter og aktiviteter over grænserne, for ikke netop, at de nationalistiske kræfter dominerer de her debatter. Vi er nødt til at vise, at hvis menneskeheden skal overleve, så er vi nødt til at tænke fælles, og så afvise nationalismen og de ekstreme grupper, der i de her år
masser sig på og er med til at fremme oprustningen. Og der vil jeg gerne opfordre til, at altså, det her, jeg synes, det er en spændende måde at mødes på det her, men måske kunne dem af jer, der står bag ved påskemarchen i Slesvig-Holsten, kombinere, at vi både kommer på gaden og så mødes senere på dagen til en samtale. Altså, jeg har jo med glæde set, at der stadigvæk findes Liebknecht og Rosa Luxemburg demonstrationer i Berlin, og at de rent faktisk ikke kun er demonstrationer, men også er debatter og samtaler. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi mødes på tværs af grænserne til samtaler, til at udvikle vores fælles drømme og sprog, og også på den måde udvikler vores fælles indsats for freden og for et bedre liv. Das war ein Hinweis dazu, dass es gibt eine Gruppe in Dänemark, die nennt sich das Friedensministerium. Und zumindest einige in der Gruppe, wenn ich das aus dem Chat aufgreifen will, haben eine Vision davon, statt eines Verteidigungsministeriums ein Ministerium für Frieden und Abrüstung zu schaffen. Und da gab es kürzlich auch ein Online-Seminar. Und in dem Zusammenhang erwähnt Christian auch, dass das Gespräch darum war, dass Frieden halt nicht die Abwesenheit von Krieg ist. Also, oder es reicht nicht. Frieden ist nicht nur der Zustand ohne Krieg, sondern Frieden ist Sicherheit. Und zu Sicherheit gehören eben viel mehr Faktoren. Und genau deswegen muss man auf einer ganz anderen Ebene auch zu diesem Thema forschen. Wie schafft man eigentlich eine sichere Gesellschaft? Und und da gab es eben in 2012 eine große Förderung noch von Konflikt- und Friedensforschung an der Universität, wo eine Gruppe von 200 Studierenden in Dänemark genau zu dem Thema eben auch Ideen entwickelt hat. Und genau das wäre so ein wichtiger Impuls. Und eigentlich ist es jetzt eine Aufforderung, dass wir, sobald es wieder möglich ist, auf die Straße zu gehen, uns nicht damit begnügen, uns auf dem Friedensmarsch in Flensburg zu treffen aus Dänemark und Deutschland, sondern im Anschluss, genauso wie es im Anschluss bei den Rosa-Luxemburg-Demonstrationen an dem Tag dann eben auch Debatten gibt, dass wir auch grenzüberschreitende Debatten dazu führen. Ich möchte in dem Zusammenhang gerne ergänzen, dass ich war ja in der Universität in Duhok, also im Nordirak, und habe mit Studierenden gesprochen, die im Nordirak Friedens- und Konfliktforschung machen. Und ich fände das sehr spannend, dass man eben auch solche Partnerschaften aufbaut und vielleicht auch mal Menschen holt und vielleicht sich auch auf die Suche begibt, ob es nicht auch Menschen hier gibt, die nämlich gerade sich mit Friedens- und Konfliktforschung in Herkunftsländern beschäftigt haben. Und jetzt als Expertin hier vor Ort sind und in solchen Zusammenhängen auch spannende Impulse geben können und vielleicht auch Analysen liefern können, gerade wenn man das Thema Syrien hat, wie Sie das erlebt haben. Viele waren ja vor Ort und haben in der Zeit auch studiert. Also ich habe solche Gespräche auch schon geführt und das sind manchmal Einblicke, die uns außenstehend gerade in der Filterung durch die Medien manchmal verloren gehen, diese Erkenntnisse. Det var bare lige et supplement til det, som Christian sagde fra min side, at jeg har været i Nordirak og talt med studerende, der laver freds- og konfliktforskning, og jeg tror, det kunne være spændende også at tale med folk, der har været meget tæt på, og som har krig tæt på i historien, og måske også trække på nogle af de ressourcer, vi har ved de mennesker, der er flygtet hertil, hvor nogle af dem jo også har beskæftiget sig med freds- og konfliktforskning, for inden og også kan bidrage med input. Ich finde das eine ganz herausragende Idee. Also ich glaube, wir werden nicht sofort eine internationale große Konferenz in Flensburg auf die Beine gestellt bekommen. Aber wenn es uns gelänge, wirklich, was du eben gesagt hast, dann neben dem Ostermarsch, also den ich wichtig finde, diese Tradition auch beizubehalten, so gemeinsam auf die Straße zu gehen, wenn es uns dann gelänge, da noch produktiv noch was Inhaltliches rauszukriegen, wo wir auch ein paar neue Impulse kriegen, wie Katrine eben auch erwähnt hat oder wie wir auch eingangs gesagt haben, muss ja einfach sagen, wir müssen, man muss ja nicht nur zu Klimapolitik den Bogen spannen, man kann den Bogen ja zu vielen anderen Politiken spannen, auch zum Feminismus beispielsweise, zu Fragen sozialer Gerechtigkeit und Ähnliches, wenn wir das heißt, sozusagen für eine moderne Friedenspolitik das in den Vordergrund stellen, ja, oder Migrationspolitik liegt ja auch logischerweise nahe. Wenn wir diese Verbindungen auch ziehen könnten und dann zumindest
In diesem Jahr wird es ja nicht klappen, aber im nächsten Jahr vielleicht mit so einer ganz kleinen, netten Konferenz anfangen. Vielleicht kriegen wir dann irgendwann was Großes dabei raus. Also deswegen wäre das ja ein schöner Impuls. Man kann ja auch damit starten, dass man selbstverständlich diese Initiative zum Atomwaffenverbot auch nochmal versucht, gerade in der Grenzregion auch nochmal diesen Gedanken stark zu machen. Also das fände ich ganz fantastisch, wenn das eine der Ideen von uns wäre. Also als Teil der dänischen Minderheit kann ich natürlich auch nur sagen, dass das Ganze in dem Sinne wäre, sowas genau hier in der Grenzregion zu platzieren, wo wir ja auch eine Kriegsgeschichte haben, die uns verbindet auf beiden Seiten der Grenze und wo wir auch viel investiert haben, um eine andere Situation zu schaffen. Insofern wäre das auch naheliegend, hier quasi auch das Thema aufzugreifen für eine Konferenz. Det var bare opbakning fra Gøsters side til at tænke i de baner og lave en, det behøver ikke være en helt stor konference i starten, men at starte op med at tage i hvert fald en mindre konference efter påskemarsch, hvor vi også går ind i en indholdsmæssig dialog. Und ich habe dabei dann nochmal unterstützt, dass das ja minderheitspolitisch auch relevant sein könnte. Jeg vil slet ikke, om jeg sagde det på dansk eller tysk, men det var i det forhold til en mindretalspolitisk perspektiv, at det her i grænsegrunden i regionen vil være helt oplagt. Og bruge påskemarschen til netop at snakke fris og konfliktforskning, fordi det er noget, vi har beskæftiget os med igennem generationer jo faktisk. Vi skal jo huske, at netop det tyske mindretal i Sønderjylland og det danske mindretal i Sydslesvig faktisk fik deres første rettigheder til at være mindretal efter Første Verdenskrig. Og Bonn-København-erklæringen, som gav dem de grundlæggende rettigheder til at være dansk, hvis man føler sig dansk, eller være tysk, hvis man føler sig tysk, og ikke have sindelagskontrol, kom efter 2. verdenskrig. Så det tog de to kriges, den opsamling, vi lavede landene imellem, efter de to krige, var faktisk netop et forsøg på at sige, at vi aldrig mere skal se mindretal bliver undertrykt, og at andre nationer skal ikke tvinges i krig for nabolande, selvom de er besat. Der ligger mange gode tanker i 100 år fra 1920, og også jubilæet for 2. verdenskrig, som er værd at diskutere netop for at sige, at vi fik etableret nogle muligheder rundt omkring, som andre mindretal slet ikke fik lavet på samme måde. Ja, das war der Hinweis nochmal, dass es ja tatsächlich nach dem Ersten Weltkrieg war, dass die ersten Minderheitenrechte für die beiden Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze etabliert wurden und dann nochmal bestätigt wurden nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Kopenhagen-Bonn-Erklärungen. Und dass da ja etwas hier in der Region geschaffen wurde, wovon viele anderen Grenzregionen nur träumen können. Also so eine institutionalisierte Friedensabkommen im Prinzip, was auch verhindern soll, dass in Zukunft hier in der Region aufgrund solcher nationalen Zugehörigkeiten, dass die quasi als Spielball werden in, muss man ja sagen, territorialen Konflikten. Und insofern natürlich ist da genau hier ein super Potenzial. Was ich weiß, kann ich unbedingt? Ja. Probier mal, Röster. Nein, ich wollte sagen, ich kann das unbedingt nur unterstützen. Ich weiß nicht, ob unsere Proteste gegen die Kiel-Konferenz in Kiel weitergehen werden während der Kieler Woche. Aber dort haben wir ja auch schon mal sowas versucht. Das ist leider auch wieder eingeschlafen. Und wenn wir sowas gemeinsam versuchen, auf die Beine zu stellen, kann das ja vielleicht sogar eine Strahlkraft entwickeln. Und ich weiß, dass es in Deutschland auch viele FriedensforscherInnen gibt, die daran sicherlich Interesse haben, sowas auch grenzüberschreitend sozusagen voranzutreiben. Und das, also ich meine, wenn so ein Ostergespräch so ein Effektergebnis hat, das wäre ja schon was Schönes. Und ich hätte unbedingt auch Lust, mich an diesem Thema und an so einer Organisierung so einer Konferenz zu beteiligen. Ich
wann wird es so lüden frage über einen Helikopter der nächsten landet her auch ein Pomizell der war so heute und immer so viele der Partüste als verlinkeste kommen ein Store Interesse hier auf Stüde ob Backe ob am Sonnen Konferenz oder der Mangel Fritz Forsker ich tüst dann der hey klar woher Interesse in der aber Dele aus Bar umkriegen Emne aus der Internationalen der will da werden nach hier klar wer ablacht er gehört hier in Grenzregionen wo wie harde Samarbeit, vi kan bygge op på allerede, så et stort go til fra Grøsters side til, hvis vi kunne få det op at stå som en forlængelse af påskemarchen. Jeg ved ikke, om I kan se, hvis det, om der er spørgsmål i chatten på Facebook. Jeg kan kun se chatten inde på Zoom. Det er der ikke, tror jeg. Men i pausen, så kan jeg da også spørge dig, Christian. Er du ikke, at der også vil være stor interesse fra dansk side for at fortsætte et freds- og konfliktspor? Det er jo noget, der har trods alt har holdt os sammen i de senere år på tværs af grænsen, så man ikke kun skal snakke restriktioner og dårligdomme. Der er på begge spor, både freds- og konfliktløsningen, men også mindretalspolitikken, virkelig store og mange aktiviteter, som vi kan koble til. Især på mindretalsspørgsmålene, som jo i Danmark, i en gammel forening, som hedder Grænseforeningen, som jo spillede en aktiv rolle, da vi skulle sikre, at man kunne demokratisk beslutte, hvor skal grænsen gå. Det handler ikke længere om alene grænsespørgsmål. Unge med forskellig etnisk baggrund mødes i Grænseforeningen og er i dag aktive for at komme ud på skolerne, og det organiserer Grænseforeningen og fortæller om, hvordan det er at være etnisk mindretal eller flygtning i Danmark, og hvordan man oplever racisme og andre ting, og hvordan man via samarbejde mellem andre unge kan overvinde den ubehagelige racisme, der også findes i Danmark. Og det viser, hvordan en bevægelse for, hvor grænsen skal gå, og hvordan mindretal får rettigheder, nu har udviklet sig til, at man også kigger på de andre mindretal, der er kommet som flygtninge eller indvandrere til Danmark, at de også skal have rettigheder, og at de ofte bliver behandlet alt for dårligt, og ikke bliver behandlet ligeværdigt som andre borgere i Danmark. Og det har sådan en gammel forening taget op, og den arbejder jeg meget på tværs af grænsen, også med især det danske mindretal. In Dänemark gibt es natürlich die Konflikt bewegten Menschen, aber es gibt halt auch gerade aus der minderheitspolitischen Ecke Bewegungen, die sich auch mit dem Thema befassen und auch so eine Entwicklung gemacht haben davon. Also gerade der Dänische Grenzverein, das ist der große Verband, der die dänische Minderheit immer unterstützt hat. Bei der Sicherung der Rechte der dänischen Minderheit hat sich also von einem Interessenverband für die dänische Minderheit in Dänemark oder im Sprachrohr auch der dänischen Minderheit in Dänemark entwickelt zu einer Organisation, die sich grundsätzlich mit dem Thema auch sicheres, friedliches Zusammenleben auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt, weil sie die haben über ein Projekt, ein ganz großartiges Projekt übrigens, wo Menschen aus der dänischen und aus dänischen deutschen Schulen Aufklärungsarbeit machen. Also junge Menschen erzählen davon, was es heißt, mit zwei Sprachen und Kulturen aufzuwachsen. Dieses Projekt haben sie erweitert zu einem Projekt, wo jetzt auch andere junge Menschen aus Dänemark, die mehr kulturell sind, Teil des Projekts sind und die reisen in Gruppen durch Einrichtungen, erzählen über das Leben mit zwei Kulturen, nehmen an Veranstaltungen teil, entwickeln Materialien dazu und beschäftigen sich sehr viel damit, wie man letztendlich in einer globalisierten Welt, wo man oftmals, egal ob die Grenze sich im Verhältnis zu einem selber verschiebt aufgrund von Kriegen und Konflikten oder ob man sich als Familie oftmals ja auch aufgrund von Kriegen und Konflikten im Verhältnis zu einer Grenze bewegt, dass quasi man dadurch mehr kulturell wird und mit mehreren Kulturen lebt und das dann also nicht als ein Problem sieht, sondern eine Ressource
in einer modernen Welt. Und die sind tatsächlich sehr aktiv in Dänemark in diesem Feld, auch gegen Rassismus, für ein gutes Miteinander und haben sich ja tatsächlich aus einer Organisation entwickelt, die ursprünglich sich mit den Rechten der dänischen Minderheit nach der Grenzziehung beschäftigt haben. Und insofern gibt es da diese Verknüpfung mit diesen, auf diesen vielen Ebenen vom Thema und es wäre total naheliegend, darauf aufzubauen. Ja, dann machen wir das. Es ist tatsächlich, nun bin ich ja selber in der dänischen Minderheit aufgewachsen, und es ist tatsächlich eine Ebene, glaube ich, auf die man leicht kommt irgendwann, dass man sich dann auch platziert in einen globalen Kontext und überlegt, also das, was mit mir passiert ist, weil meine Familie in der Grenzregion lebt und sich dadurch quasi beeinflusst war durch Kriege, durch Konflikte in der Region. Dadurch finde ich zumindest, hat bei mir sich immer so eine Nähe entwickelt zu anderen Menschen, die auch aufgrund von äußeren Umständen, also in eine Kulturverschiebung geraten, ne? Die dann auch was mit ihnen macht. Und genau diese Wendung, das als Ressource zu sehen und eben nicht als Problem, sondern zu sehen, dadurch kriegen wir auch viele kulturkompetente Menschen im Prinzip, weil das ist genau eine Situation, mit der wir in einer globalisierten Welt zu tun haben, dass sich Kulturen mischen und dass sich auch neue Formen finden müssen, wie man dann zusammenlebt. Das ist eine, finde ich, sehr positive Entwicklung in der dänischen Minderheit, weil es ein Stück weiter geht, als nur quasi die eigenen Belange zu sehen, sondern sich als Ressource zu sehen, wie können wir die Sachen, die wir hier auch erproben, auch in Bezug auf Inklusion und interkulturelles Leben, auch Sprachentwicklung, wie können wir das eigentlich auch anderen Menschen zugänglich machen? Ja, Barbage, ob am für die Jusella, Vox, ob so ein Dele, der Danske Mintrozeller, der alte Havel, Emde, der habe Skepsis, mal für die Nomanzell, Komma, Freund, Familie, so Havel, Massiv Povier, Grenze, Drauninger, der Gem, also er blühe Flier, kulturell, so Beginner, man, Jusella, habe Skepsis, so mal bei der Bezüge für andere Menschen, der andere Grunde, Komma, in die Situation, wo die i grunden står i et spændingsfelt mellem nogle kulturer, og jeg har altid oplevet det som en meget, meget positiv udvikling, at mindretallet er kommet lidt væk fra kun at beskæftige sig med den egne andedam, men at se, at vi også har udviklet nogle kompetencer her, som man kan bruge i en anden sammenhæng. Ikke kun i forhold til interkulturalitet, men også i forhold til sprogindlæring, og altså, der er jo rigtig mange ting, vi har afprøvet i mindretallene, som også giver mening i forhold til for eksempel dansk som andet sprog for indvandrere. Det kan jeg kun bekræfte. Jeg har mødt Flemming Meyer, som jeg nævnte før, i solidaritetsarbejdet med kurderne, for eksempel. Han har adskillige gange kæmpet for kurderne, både i Tyrkiet og i Syrien, men også i Kiel, i landdagen. Og Anke Sporendonk har vi jo mødt flere gange i nordisk samarbejde i rigtig mange gode debatter, og altid på den humanistiske side. Og på den måde er der mange gode eksempler på det, du fortæller, Katrine, at der er en parallel til at være et mindretal, og dermed mere opmærksom på konflikter og behovet for international solidaritet, end der ofte er i den nationale flertalsbefolkninger. Ja, das war nochmal eine Bestätigung davon, dass Christian das aus seiner Zusammenarbeit mit anderen Minderheitsvertreterinnen, in dem Fall Flemming Meyer und Anke Sporendonk, auch immer wahrgenommen hat, dass es so offensichtlich eine Verbindung da ist, als Minderheit aufzuwachsen, sich grundsätzlich mit der Thematik Konflikte, Minderheitssituationen auch zu befassen. Ne? Was also in meinen Augen völlig dafür spricht, dass wir eine Konferenz zur Friedenssicherung, wie vielleicht nennen wir es dann, das Ministerium für Frieden und Abrüstung in Flensburg installieren, um die Menschen, die wirklich konsequent pazifistisch arbeiten und denken, zusammenzubringen. Weil wenn das schon die erste Grenze ist, die wir da überschreiten können, dann können wir vielleicht auch eine Signalwirkung senden an die vielen anderen Orte, wo Konflikte stattfinden. Ich denke auch nicht, dass das das einzige Thema ist, wo wir zusammenarbeiten. Ich bin ganz, ganz froh, das ist ja ein Vorteil an Corona, dass wir jetzt so unproblematisch uns zusammensetzen können. Wir merken gerade sehr verstärkt, dass es einfach bei diesen ganzen großen drängenden Fragen der Zeit einfach auch nicht reicht, national zu denken, sondern ganz viele Fragen, nicht nur Friedensfragen, auch Umweltfragen, auch Pandemiefragen sind eben Sachen, die nicht an der Grenze Halt machen.
Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hoffe auch, dass wir diese Zusammenarbeit auf allen Ebenen noch intensivieren können. Auf jeden Fall. Ich finde das auch sehr belebend, unterschiedliche Perspektiven mit einzubeziehen. Und das ist auch, was das angeht, nochmal etwas Neues für mich. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet in meinem Exkurs über die dänische Sprache. Das ist halt etwas, was in meiner Lebensrealität halt nicht so wie bei dir, Kathrine, wie du es eben geschildert hast, drin war, sondern das ist schon etwas, was ich mir erarbeiten muss und aneignen muss. Das ist nochmal was ganz anderes, weißt du, wenn du damit nicht, mit diesem Bewusstsein nicht so aufgewachsen bist. Und insofern ist das nochmal eine Bereicherung. Ja, das ist ja ein Geschenk, was wir hier mitkriegen und was tatsächlich ja große Teile der Region betrifft. Auch gerade in Sønderjylland sind ja wirklich auch viele, die mit diesen Sprachkompetenzen auch leben. Es ist allerdings in Dänemark natürlich ein Thema, dass es nicht mehr ganz so viele Leute Deutsch sprechen wie vorher. Aber grundsätzlich ist es ja eine Sache, die uns hier in der Region auch zusammengebunden hat, dass viele Menschen zumindest also so mitfolgen können. Ne? Es sind ja viele Menschen, die zumindest passiv die Sprache des Nachbarlandes kennen. Und ich kenne viele auch in der Minderheit, die sagen, nicht nur in der Minderheit, auch Leute, die hier hinzuziehen von außerhalb, die sagen, ich schicke meine Kinder in die dänische Schule, weil das für mich ein Friedensinitiative ist. Das ist ein Beitrag zu Frieden, dass meine Kinder geschult werden in eine andere, in eine Nachbarkultur. Und damit ist der Nachbarstaat nicht mehr fremd, sondern ein Teil von ihnen. Und ich glaube, das ist schon eine Stärke, die wir in diesem Gebiet haben. Lieber Gösta, han kai uige dansk, så jeg synes, vi skal sende ham på danskursus, men det er jo problemet, når man vokser op langt fra grænsen, mens vi her oppe i grænseregionen er så heldige, at der er rigtig mange af os, der kan begge sprog, i hvert fald passivt. Altså jeg oplever jo også, når jeg har kontakt til Syddanmark, at de fleste godt kan følge med i en tysk samtale, selvom de ikke alle sammen tør bruge deres gode tysk. Og jeg kender, at der er folk, der også flytter til regionen, som vælger at sende deres børn i dansk skole, netop fordi de siger, at det er et fredsinitiativ. Det er vigtigt, at mine børn lærer naboens kultur at kende og sprog at kende, fordi så er det ikke længere en nabo i grunden, men så er det en del af dem selv. Og det er jo en styrke, synes jeg, vi udvikler her i grænselandet, at der er flere af os, der også lever grænselandsidentiteten som noget, der går på tværs af nationale grænser og er internationalistisk. Det kunne være en god afslutning på en god samtale. International solidaritet er jo stadig noget, som binder os som venstrepartier sammen, ja. Lige netop i forhold til fredsspørgsmålet. Nemlig, og også i forhold til sikkerhedsspørgsmålet, synes jeg. Især tryghedsspørgsmålet. Det er jo altid et spørgsmål. Er tryghed noget kun for os, eller er tryghed noget, vi ønsker på global plan? Og kan vi i grund være trygge herhjemme, hvis der er andre folk, der ikke er? Og derom handler corona-indsatsen jo også. Vi har haft en meget stor debat i Folketinget, om vi skulle bare drage al vaccinen til os. Vi har købt vaccine til 4-5 gange så mange mennesker, som bor i Danmark. Og så har vi sagt, at det skal selvfølgelig deles med tredje verden. For i det her spørgsmål kan alle se, at hvis ikke vi hjælpes af, ja, så kommer pandemien tilbage i ny form, og derfor er det så vigtigt, at vi deles om den vaccine, der er, og sørger for, at der er til hele befolkningen, uanset hvor man bor. Det er jo noget, som vi ofte har diskuteret i Danmark, netop udviklingshjælp i forhold til forsvarsudgifter. Da jeg var ung, der var der enormt for samtlige partier, altså en regel for samtlige partier, at vi delte en pulje penge 50% til forsvar, 50% til udviklingshjælp. I dag er det sådan, at vi giver 3 gange så meget til forsvar, som vi giver til udviklingshjælp i Danmark. Så skævt er det. Og udviklingshjælpen er jo blandt andet for at sikre en mere retfærdig verden, men også for at sikre en verden uden krige og kriser. Mein Impuls ging in die Richtung zu sagen, dass
internationale Perspektive aus linker Sicht ja immer zentral ist. Das ist ja genau die Frage, wo man sich fragt, nützt es denn eine Sicherheit für uns zu haben oder ist es echte Sicherheit, wenn die Sicherheit nicht global ist? Woraufhin Christian die Frage auch nochmal aufgegriffen hat in Bezug auf Corona, wo in Dänemark eben, Dänemark hat sich Impfstoffe gesichert, die ein Vielfaches die Anzahl der Bevölkerung übersteigt und es eine große Debatte ausgelöst hat, ob das richtig sein kann oder ob es nicht auch bei Pandemiebekämpfung immer darum gehen muss, global zu denken und sich zu sichern, dass eben dass es global zu einer Eindämmung kommt. Und dass diese Frage der internationalen Ausrichtung oder der globalen Solidarität und wie sich die verändert hat, zeigt sich eben in dem dänischen Staatshaushalt, weil es früher mal so war, dass die Ausgaben für Verteidigung und für Entwicklungshilfe 50-50 waren. Das war ein Grundprinzip. Jetzt ist es so, dass die Ausgaben für Aufrüstung das Dreifache sind der Entwicklungshilfe. Eine ähnliche Entwicklung gibt es bei uns auch. Also Deutschland hat sich auch noch nie an das, was es unterschrieben hat. Also es hat unterschrieben, mindestens 0,7% des Bruttoinlandsproduktes soll der Entwicklungshilfe gewidmet sein. Deutschland hat sich da nie dran gehalten, an seine eigenen Verpflichtungen. Aber natürlich wollen sie sich jetzt an das Aufrüstungsziel, was sie mit Trump vereinbart haben, halten. Das ist natürlich was anderes dann. Ne? Da geht es hier nicht um Entwicklungshilfe. Und insofern ist diese Entwicklung schon dramatisch auch festzustellen. Ja, dem war es aber alle. Tschüssland hat während des Sommers man ja verpflichtet, seit Till hat 0,7% Bruttoinlandsprodukt des Gebruchs bei Entwicklungshilfe, aber die haben man also wieder liegt mit, ob nur dem Mal, man nur wurde halt Mal, um ein Brutto% Bruttoinlandsprodukte Till, ob Trappning, also zu wopen, so er Tschüssland plus die Mal pro Monat. Und das ist ja nur, das hier nur um in Entwicklung. Jeg tror i grunden, at det vi kan sammenfatte for de som at nå i mål her efter en halv time, er at vi står over for præcis de samme udfordringer nord og syd for grænsen. Den samme udvikling, vi oplever med en neoliberal politik, som presser i, også i forhold til fredsspørgsmål, presser i en retning, hvor jeg tror, at både Enhedslisten og De Linke syd for grænsen er et utroligt vigtigt regulativ, netop med den meget klare fredspolitiske holdning. Hvilket jo nok er det, i hvert fald i Tyskland, hvor Die Linke er det eneste parti, der har den markante holdning og helt klart melder fra i forhold til krig. Og der tror jeg også, at det er vigtigt, netop når man synes, at det ellers at samarbejdspartnerne bliver færre inden i de lande, man er, så er det utroligt vigtigt, at man finder partnere på international plan og står sammen omkring det. Især altså, fordi jeg tror, at det er der, vi virkelig kan, hvor vi virkelig har en utrolig vigtig rolle for fremtiden med netop at kæde tingene også sammen i den sammenhæng, de hører sammen. Det er jo meget tit, at tingene bliver diskuteret isoleret. Så er der nogen, der diskuterer klima, og nogen, der diskuterer fredspolitik, og andre, der snakker om indvandring. Men der synes jeg også, at det er venstrepartiernes stor styrke, at de netop ser sammenhænge i det, og kigger og ser strukturelt på tingene. Also ich finde in dem Zusammenhang es unglaublich wichtig, die internationale Zusammenarbeit noch mal wichtiger, wenn man sieht, dass auf beiden Seiten der Grenze die anderen Kooperationspartner ja nicht unbedingt da sind, sondern es die linken Parteien sind, die als einzige Parteien diese klare friedenspolitische Position einnehmen. Aber ich finde eben auch, dass es die linken Parteien sind, denen es am besten gelingt, die großen Probleme der Zeit in ihrem Zusammenhang zu adressieren. Eben nicht Klimapolitik unabhängig von Friedenspolitik zu diskutieren oder unabhängig von Migration, sondern auch immer die Zusammenhänge zu schließen. Und ich denke, dass das auch in Zukunft, gerade weil es so ein wichtiges Thema ist, umso wichtiger sein wird, diese internationale Zusammenarbeit zu stärken. Und ich glaube, ich werde die Chance nehmen, bis Ege Ihanung auslutende Bemerkungen. Ja, willkommen Sie. Tausend Dank an Katrine, Vibeke und Nikolas. Og andre, der har kommet på den her gode idé. Jeg synes, det har været en vældig inspirerende samtale, I har sat på benene, og jeg håber, vi kan styrke vores samarbejde fremover. Og jeg håber også, der har været mange, som har synes, det har været spændende at lytte med. Das war ein Dankeschön für die Initiative und habe ich verstanden. Das heißt, guck mal, du hast schon Dänisch gelernt heute.
Danke euch beiden. Tusind tak til jer begge, at I har taget tid. I er sikkert meget travle hverdage til at mødes med os her i grænseregionen omkring de spørgsmål, som også bevæger os rigtig meget. Det har været rigtig fint at få det store perspektiv med for os. Vielen Dank, dass ihr in eurer sonst wahrscheinlich, ihr habt ja nicht so viel Zeit, beide nicht, dass ihr euch die Zeit genommen habt, genau zu uns hier zu kommen, in die Grenzregion und mit uns zu diskutieren und diese bisschen breitere Perspektive auf die Friedensfrage zu setzen. Und ich schließe mich ausdrücklich dem Dank von Christian an Wiebeke, Katrine und natürlich Nikolas auch an für die technische Betreuung. Und ich hoffe genauso wie er, dass wir diese Initiative wirklich auch, über die wir diskutiert haben, diese Idee auch wirklich zum Leben erwecken dann. Und ich kann noch mal hinzufügen, für alle, die mitgeguckt haben und sich dafür interessieren, alle, der Herr Lüdel mit her, wie sie Herr Lüste, für die Mail, ich lehre Ting, das geht so für die Kerl, ich fühle die aus auf Facebook, alle kennen, wo wir aus der Sprecher-Sendung Arrangement haben, wenn ihr erstmal willkommen, die Skribe zu uns, fra die Linke i Flensborg, ich finde os, når I googler os. I må også gerne skrive til mig personligt, fordi jeg vil gerne tage jer med på i vores mailinglister, hvis der sker noget fredspolitisk i kommende tid. Ja, altså jeg vil også gerne på Region Syddanmarks, enhedslisten i Region Syddanmarks vegne sige tusind tak til jer begge, og til at det lykkedes os igen. Det er det andet webinar, eller det andet i hvert fald møde, vi har. Det sidste var på Zoom. Men jeg tror, det er vigtigt, og jeg synes, det er spændende, at vi kan holde en god dialog, og som alle sammen siger, så er det tungt for tiden. Så det skal vi bare blive ved med. Og vi kan selvfølgelig på samme måde tilbyde, er der nogen, der gerne vil høre noget mere om Enhedslistens politik, så er I meget velkomne. Vi har et par enkelte, der er rigtig gode til tysk, så det kan også lade sig gøre den vej rundt. Das war auch noch meine Einladung für alle Deutschsprachigen, auch gerne Kontakt zur Enhedslisten in Süddänemark zu nehmen. Auch da gibt es Menschen, die Deutsch sprechen. Das ist ja der Vorteil in der Grenzregion auf beiden Seiten. Und wir knüpfen gerne weiter an diesem Gespräch an und hoffen, dass wir diese tolle Idee tatsächlich in die Wirklichkeit führen können zum nächsten Ostermarsch, den wir auch hoffentlich wieder in Präsenz haben können. Bis dahin. Auf Wiedersehen.